Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Katzengruß. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich lade euch ein. Ein paar Fortnite-Videos wurden mir zugespielt. Die sollen angeblich ganz gut sein. Wenn ihr wollt, schaut mit mir rein. Kommt mit. Ja, da sind wir schon. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, ne? Gar nicht lang quatschen, ne? Feuer frei. Just get over here, just get over here. That's where we started, bro. I know. What? Josh? Guck's uns doch mal an. Just get over here, just get over here. That's where we started, bro. I know. What? Josh? Ah, George! Schade, das Ende ist nicht dabei. Oh! Er hat das Hütchen erschossen und hat gewonnen. Wait, what happened? We won! Wait, I just killed a chicken and we. Perfektes Timing, ja. What the fuck? The chicken was the last person? What the fuck? The chicken was the last person? Oh, wer ist der erste Bild? Body I. Alter, er ist ja krass drauf. Wie ist er? Er heißt Easy Going Wild. Macht das immer so? Oh, Bruder, 7 AP. Bisschen gönnt man es, oder? Ein bisschen hofft man, dass man es schafft. Sehr sympathischer Dude irgendwie. Oh, schade, schade. Trolling Player pretending to be a beast. Er tut so, als wäre eine verdammte Statue. Und campt da hinten quasi das ganze Game ab wahrscheinlich. Bis da jemand kommt und beschmeißt mit Clustergranaten, dieser Hund. Alter. Ich würde eskalieren, ich würde maßlos eskalieren, Junge. Rechner! Aus dem Fenster! Digga, ich hab' was. Er hat ein Schild gehabt, er hat hart verdient. Wie viele Aufnahmen er wohl gebraucht hat, hä? Dafür. Er halt generell twice. Da befeiten sich zwei Teams, erwartet jetzt und wir wissen, was kommt. So, gottlos. Der ist nicht mal alleine. Die sind zu zweit. Oh Gott, dieser Hund. Das ist die aktuelle Fortnite-Geschichte in Chapter 5. Wir befinden uns nach dem Urknall auf einer neuen Karte, die die... Freunde, Fortnite-Geschichte von Chapter 5. Ich muss aufmerksam, jetzt muss ich kurz aufmerksam sein. Heimat der ehemaligen Bewohner von Asteria wird. Auf der Kapitel 5 Map gibt es zwei unterschiedliche Lager. Da wären einmal die korrupten und besonders reichen Personen, welche sich als die Society verstehen. Sie haben die Macht auf der Insel und leben in verschiedenen Anwesen.
Valeria aus dem Battle Pass ist die Anführerin dieser Organisation. Auf der neuen Karte finden wir die Besitztümer der Society. So gibt es die Marigold-Yacht, das Grand Glacier Hotel. Auf der Yacht bin ich schon öfters gelandet. Da ist ein NPC, den ganzen sofort kalt machen. Noch schöner Loot. Selten andere Leute da. Kleine Babymäuse. Snooty, Fencing Fields oder Lavish. Der Bahnhof sowie die Eisenbahn. Zudem gibt es viele kleine Stützpunkte und Villen auf der Karte. Wie die Location schon verraten, wird die Society von weiteren vier Bossen angeführt. Darunter Montag, Oscar der Tiger, Nisha und auch Peter Griffin. Die Oscar der Tiger, Peter Griffin. Andere Gruppe, welche gegen die Reichen antritt, sind The Underground. Diese Gruppe wird von Hope geführt und hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Anführer der Society auszuschalten. Auch Agent Jones unterstützt The Underground, da diese ihm halfen, nach Dr. Sloan zu suchen. Die Rahmenbedingungen der Geschichte sind geschaffen und auf einmal entführt Society Peely. Wo genau er sich befindet, ist Peely. Jetzt verweisen verschiedene Orte auf eine... Also ich habe auch erst jetzt mit Chapter 5 angefangen, vor einem Monat oder so. Ist gerade Februar 2024 für die zukünftigen von euch. Mit der Banane. Ob wir ihn gemeinsam mit Agent Jones wiederfinden oder warum Peely von Interesse ist, wird sich im Verlauf des Chapters zeigen. Was deutlich wird... Das ist so eine richtige Story dahinter, ja? ...ist, dass die aktuelle Map und die Society Verbindung zum zweiten Chapter von Fortnite haben. Das Society-Logo ähnelt sehr dem von Schurken Midas, die Yacht von Marigold aus Chapter 2 befindet sich auf der fünften Karte und der Fahrstuhl im Hotel ähnelt sehr dem bei der Agency aus Chapter 2. Es gibt noch weitere Easter Eggs und so wird spekuliert, ob Midas nicht Teil der Society sein könnte. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden mit der Geschichte vom fünften Chapter. Macht einfach das Plus weg, um kein Video mehr zu verpassen. Ey, Con, GG. Is it possible to stop the train in Fortnite first? Ist es möglich, den Zug im Fortnite zu stoppen? First I tried it by myself with one car. I found out pretty quick this was not... Mit einem Auto nicht. Going to work. So I asked my friends for some help. We found a spot on the track to set up. Everyone started lining up their cars until we were left with this. 46 vehicles and 90 players. 46 Fahrzeuge und 90 Spieler auf den Gleisen. All standing on the track together. This was our best shot at stopping this train. We prepared ourselves as the train got closer. It was time to see if this plan would actually work. And this is how it went. Here it comes. Oh my gosh. Everybody get on the track. Here we go. Oh, someone's on the... Da denkst du, Godzilla kommt an die Rand. Please. No. Alright, so the train won. So our plan failed for now, but we'll see you next time. Chapter 2, Season 5. Pro what? Fortnite Kids. Okay, wir gucken. Leviathan. Why did you kill me? Whoa, that was not nice! Oh Gott, das tut richtig weh im Ohr, Alter. Diggi. Well, why did you kill me? I'm not gonna kill you. Wait, Fortnite added proximity chat to the game? I need to check this out. Proximity chat ist, dass deine Gegner quasi hören kannst. Dass man miteinander quatschen kann quasi. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Was lost. Was lost. Hey, baby. I live in the shadows. Justice. Justice. Gerechtigkeit. Für Gotham. Ich brauche eine Bettbett, also eine Betthöhle. Oh Gotham! Batman's stuck in the fucking wall! Get me out! Get Batman out! This is Batman's secret back here. I got my back Bat-Grappler! Oh my god, Batman! Justice! Holy shit, Batman got V-Bucks! Justice! Just oh, Dickie. Justice for Gotham!
That is a little fucking chick. It's easy. Fortnite City. Ah, fuck. No! I went over my city. I'm Batman. Reckless runways need Batman. Justice is on its way. Batman's full of vengeance. Vengeance for Gotham! Oh, fuck! Vengeance for Gotham! Oh. Er ist ja wild drauf. Alter, geil. Geil, geil, geil. Oh. I can smell you. That's a lot of damage. Look at this dude. Oh Gott, der Arme, er schwitzt richtig rein. Okay, Freunde, wir sind am Ende angekommen. Mich persönlich hat Batman am meisten abgeholt. Justice for Gotham! Total geil. Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tagesverlauf, Nacht, Abend, je nachdem man das Video guckt, ist ja auch egal. Haut rein.